Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Kann ich runterspringen? Ja, passt. Wir sind in den Rust Yards, immer noch im Captain Scarlet DLC und suchen gerade Herbert, der wohl da oben wohnt. Auf dem scheiß Felsvorsprung. Wenn der mal runterkracht, dann ist deine Hütte weg. Mit dir zusammen. Wahrscheinlich zumindest. Wir sollen... Schoss bei der Hans. Wir sollen zu ihm hoch. Wollte ich eigentlich gerade sagen. Dann auf. Der Fahrstuhl funktioniert sogar. Und auch gar nicht mal so blöd, einen Fahrstuhl auf den Anker zu bauen. Sofern der noch funktioniert. Was offensichtlich der Fall ist. Dann lernen wir ihn scheinbar jetzt doch schon kennen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir da noch irgendwas vorher machen mussten. Er ist Granat. Ups. Sind sie doch schon tot. Wo ist denn der Weg? Ah, da. Ich weiß auf die Spider-Hands konzentriert, ich hätte einfach runterfallen können. Oh, die Kiste. Moment! Sekunde bitte! Garrett? Bist du das? Nein. Herbert, nur ein ganz klein bisschen besessen. Ah, du bist nicht Scarlett. Aber ich rieche ihren Duft an dir. Sie will das letzte Kompassteil, richtig? Ah ja. Komm, unterhalten wir uns, wir beide. Ja. Sagen wir es mal so. Der Typ könnte dezent ein ganz kleines bisschen von Scarlett besessen sein. Oh! Ich finde das cool. Hört ihr das? Das ist cool. Hier. Okay. Hier, nix. Wenn ich dir helfe, den Kompass zu komplettieren, wird Scarlett so glücklich sein. Oh ja. Aber nein, der Kompass allein wird nicht reichen. Sie muss wissen, wie sehr ich sie liebe. Die Bänder, ja. Besorg die Bänder, besorg die Bänder. Ich markiere sie dir auf deinem Echo. Wieso hast du denn einfach hier? Weil wieso gehst du sie nicht selbst holen? Wieso muss ich ja nicht mal alles machen? Finde ich nicht nett. Naja, ich werde dafür bezahlt, also eigentlich. Ja doch, okay, kann man machen. Und ich meine, ich darf Leuten die Köpfe zersplattern. Ja, ja, okay, doch. Vielleicht ist der Deal ganz okay. Wop. Und knack. Cooly George. Sieht immer so wenig, wenn die Gegner explodieren. Da ist noch ein Spider-Hand. Die waren auf dem Schiff, sieht so... Es war gerade ein bisschen. Oh, nur ein bisschen. Okay, Granate, geht schneller. Ups. Da kommt doch was, Alter. So. Fertig. Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Dann besorg ihm eben seine kleinen Liebesbotschaften so schnell du kannst. Sorry. Ja. Na gut. Wo waren die denn alle?
Eins war da vorne auf dem Vorsprung und die anderen müssen wir alle da außen rum. Ne? Ja. Na gut, ja. Na gut. Machen wir. Ein paar Granaten wieder aufnehmen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht wieder diesen Bug habe. Man muss da vorne durch die Tür. Die öffnet sich, glaube ich, sobald man sich da vorstellt und man diese Quest angenommen hat. Letztes Mal ist die Tür nicht aufgegangen. Scarlett, ich habe dir einen Haiku geschrieben. Dein Hintern ist hübsch, dein Busen ist auch sehr schön, dein Gesicht ist auch schön. Nein, das sind 6 Silben. Ich habe versagt, alles ruiniert, Mist. Dann mach's wie Zero, der hält sich auch nicht an die Silbenanzahl. Was hat dieses Spiel mit seinen Haikus? Na komm, bitte, du kannst auch mal haben. Meine letzten Worte für den Achten! Und jetzt kratz ich mir dein Gesicht von den Fingernägeln! Hey, die können sich schützen, das ist mies. Dann spring ich dich hinter die Luft. Mir doch egal. Au. Du hast so gewollt. Kabum. Ich mag's, wenn's bumm macht. Ah, Moment, Flasche passt. Will noch jemand? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Okay, ich gebe zu, nochmal könnte sich als schwierig erweisen. Ja, da hab ich schon gesehen. Vielleicht von hier. Nee. Ich habe mich gerade nur fast festgebackt. Festgebacken quasi. Und noch einer. Wo ist er diesmal? Okay, den sollte ich gerade mal aktiv lassen. Vielleicht. Hoi. Komm. Oh, Kettenreaktion. Nice. Mit dir ist es auch. Ist das alles? Ich auch noch kurz diesen. Du hättest auch einfach. Okay. Ich wollte sagen, du hättest auch einfach abhauen können, aber nö. Hui. Ich hab doch nicht ins Gras gebissen. Dumm, 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 dumm. Ach komm. Geht viel schneller, sich so wieder zum Leben. Getroffen? Nö. Jetzt aber. Und eins da hinten. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Irgendwo hier ist ein Kreuz, was ich finden muss. Da bin ich mir nicht mehr sicher, wo das ist. Ups. Au. Könnt ihr bitte mal in meiner Granate stehen bleiben, wenn ich die schon auf euch werfe? Danke. Okay, das eine müsste davor Erde von sich schon. Hopp. Leute, Scarlett, ein Crewmitglied beim Stehlen erwischt.
Sie ist so ehrenhaft. Durch mein Teleskop sah ich, wie sie ihm eine Waffe gab, um sich zu verteidigen. Als sie ihm ihr Schwert in den Leib stieß, wusste ich es. Sie ist die Richtige. Ja. Okay. Wo ist dieses blöde Kreuz jetzt gewesen? War das nicht irgendwo hier? War das hier? Nö. Verdammt, wo war denn das Scheißding? Ah, da. Da haben wir es doch. Sie sind alle tot. Sie griffen kurz nach dem Morgengrauen an. Ich hatte mir geschworen, ich lasse mich töten, aber ich konnte. Ich habe mich gewehrt. Das Deck klebt von ihrem Blut. Heute lernen sie ihn endlich kennen. Ihren furchtbaren Captain Blade. Falsch! Tja. Dann sind sie halt alle tot. Man könnte sagen, selbst schuld. Ah, machen wir es weiter ernst. Ups. Das ist jetzt plötzlich so. Okay, die anderen haben mich ausgehalten. Wieso ist der eine jetzt so schnell explodiert? Und das? Ja, sehr gut. Hier haben wir dann auch schon das letzte. Und diesen Dingern. Okay, dies ist Mixband Nummer 206. Ich nenne es... Ich will dich Scarlet, ich möchte dich überall berühren. Oh, Scarlet. Oh, bitte nicht. Oh Gott, du hast einen seiner Songs gefunden? Musikalischer Dünnpfiff. Trotzdem, du hast alle seine Bänder gefunden. Bring sie ihm zurück. Und wasch dir hinterher die Hände. Blech. Ewi nimmt ja auch keinen Schaden. Du hast den falschen Hund geweckt. Okay. Wieso hat er gerade keinen Schaden genommen? Aber es war ein fetter Gegner. Das ist cool, denn die lassen seltenes Loot fallen. Also das ist, sind wieder so Gegner, ähnlich wie die Beutegegner quasi, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch legendäre Waffen zu droppen. Uai! Was für ein Leckern hatte. So, jetzt war ich schneller. Ups. Versenkt. Neue Panzerfaust. Ich glaube nicht, dass die Badaboom so schnell ersetzt wird. Ich gehe so ehrlich gesagt davon aus, dass wir die bis zum Ende des Spiels mit uns rumtragen werden. Könnte man nicht hier oben irgendwo runterspringen, dass ich nicht wieder nach oben latschen muss? Ja, perfekt. Zurück zu Herbert. Wir haben dir dann Schrott besorgt. Darf ich dich jetzt bitte erschießen? Du hast die Bänder gefunden? Leider. Wenn du sie Scarlet zusammen mit dem letzten Kompassteil übergibst, muss sie mich zurücknehmen? Nein. Das letzte Kompassteil ist in dieser Kiste. Einfach nein. Ist wohl eingerostet. Rostig, rostig. Schieß das Schloss einfach auf. Oh, du hast das letzte Teil des legendären Kompass zerschossen. Das war deine Idee, du Arsch. Ups. Ups. Sieht aus, als hättest du das letzte Kompassteil in Stücke geschossen, als du das Schloss aufgeballert hast. Okay, das ist schlecht. Ach nee.
Nein, warte. Ah, ich kann das Teil nachbauen. Ich brauche nur die Teile dazu. Geh zur Washburn-Raffinerie. Los, los, na mach schon. Ja. Läuft ja alles wie am Schnürchen hier, ne? Ich meine, alles genauso wie geplant. Quasi. Könnte man sagen. Na gut. Dann zur Washburn-Raffinerie. Ein Gebiet, für das ich eigentlich eine andere Waffe gebrauchen könnte. Ich bin auch allmählich der Meinung, dass wir die hier vielleicht mal austauschen könnten. Gegen irgendein starkes... Ich bin immer noch für ein Koro-Assault. Naja. Wird schon klappen. Wobei ich hätte mich auch eigentlich... Ach, ist egal. Muss oder so ein Stück laufen. Ach ja, und ich muss ja noch... ich habe mich echt zur Skala teleportiert. Nur mal kurz zurück, dann gehe ich erst noch zu Scarlet, gebe die Quest ab. Oder war die Schnellreisestation nicht hier am Anfang? Doch, die war hier, oder? Ja, da vorne ist sie. Gut, gut, gut. Ich könnte auch gerade noch ein bisschen Muni kaufen, wo ich hier bin. Na, guck mal, ist in einem Anfang. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Mhm. Danke für die Kohle. Wundervoll. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. Nichts geht über einen gut nicht sterben. Noch ein neues Skin. Schwarz-Rot. Könnte nice aussehen. Schwarz-Rot ist eine schöne Farbkombi. Und wie es scheint, haben wir schon wieder eine neue Quest bekommen. Oder werden sie gleich bekommen. Doch zuerst kein Dessert für Deserteure. Gut, nicht hier. Achso. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wenig ernst mir das war von wegen Dicke raus. Ich stehe eigentlich auf übergewichtige Männer. Hey, wie läuft's? Yo, hier ist Scooter. Ich melde mich aus Sanctuary. Ich brauche ein paar alte Schrottteile aus den Rusty Yards, damit sich hier bei uns die Räder weiterdrehen. Wenn es robust und aus Metall ist und man schon vom Hinsehen eine Bleivergiftung kriegt. Hey, schnapp's dir und schick's rüber. Okay. Aber das, ja, auf den Rust Yards, wo wir quasi gerade erst herkommen, deswegen werde ich das erst machen, wenn wir wieder zurück sind. Deswegen erstmal das hier. Erstmal die Mission. Genau, die war da hinten. Hast du da für ein Badass gesehen? Ach, Badass war doch cool. Ja, die Hyperion-Karawane fährt jetzt hier öfters her, aber ich glaube, die ignoriere ich jetzt einfach. Die haben eh immer nur diese zwei Beutekisten dabei. Und so gut ist die Beute jetzt nicht, dass ich mir die immer wiederholen muss. Dumm. Ich ignoriere mal kurz die Gegner, weil ich glaube... Genau. Jetzt muss ich warten, bis da oben der Aufzug runterkommt. Und in der Zeit... Ja, ich kann das machen. Ach komm, nimm das. Ist ein Geschenk von mir. Granate und so. Bist du schon da, Aufzug? Ah, da. Okay. Ja, er ist da. Wieso explodieren die schon wieder alle? Was runtergefallen. Sollte ich vielleicht nicht machen. Ich sehe Fleischmuskeln. Ah, verdammt. Meine Muckis ab, Muckis. Okay. Hat sie erledigt. Nix hier rein. Washburn-Raffinerie. Ich denke aber, die werden wir erst beim nächsten Mal erkunden. Hier müsste es auch... Ja, ich sehe es gerade schon. Hier gibt es auch eine Quest.
Gut. Geld. Und ich könnte ein bisschen Money kaufen. Belastet dich dein vieles Geld. Und Stuff verkaufen natürlich. Wundervoll. Nichts geht, komm jederzeit. Okay, beim nächsten Mal dann hier diesen neuen Ort erkunden. Bis dahin. Ciao.